Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist Montag, der 13. November und ich habe zu Gast die FDP-Bundestagsabgeordnete Daniele Kluckert. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wie ist es denn so? Sie sind neu gewählt im Bundestag. Das ist jetzt 5 Wochen her, 6 Wochen her. Die Regierung steht immer noch nicht. Jamaika verträgt sich nicht. Die Grünen mögen mit der FDP nicht. Ja, wie lebt sich's denn damit? Also es ist tatsächlich sehr viel passiert. Wir hatten die konstituierende Sitzung. Wir haben viel aufgebaut in den letzten Wochen. Ihr eigenes Büro auch? Mein eigenes Büro. Eins? Naja, also ich kann noch nicht sagen, dass ich ein endgültiges Büro habe. Aber ich habe ein Büro mit dem Kollegen Christoph Meyer zusammen. Und da sind zumindest schon mal 2 Schreibtische. Und da kann man auch mal was lagern. Das ist ganz gut. Und dann werden wir demnächst jetzt umziehen dann in so endgültigen Büros. Aber es ist natürlich auch politisch viel passiert in der Zeit. Also wir haben räumlich auf uns sortiert, aber wir haben uns auch politisch auch innerhalb der Fraktion sehr eingebracht, auch als Berliner Abgeordnete. Und ja, und jetzt schauen wir mal, wo der Weg weiter hingeht für den Bundestag, für unsere Partei, für das Land. Sie sind ja mit 3 Berliner FDP-Abgeordneten im Bundestag. Das sind Sie, Christoph Meyer und Herr Ebbing. Genau. Ja, und für 3 hat es gereicht, das Ergebnis. Aber das ist auch immer schon ganz gut. Ja. Nun hören wir ja alle und lesen immer, die Grünen und die FDP, die kommen sich nicht so richtig näher. Die mögen sich nicht so richtig in den Sondierungsverhandlungen. Ist das Geschwätz? Ist das Gerede? Ist das üble Nachrede oder ist das tatsächlich so, dass da nicht so richtig funktioniert? Die Chemie, sagt man, nicht so richtig stimmt. Also wir haben ja verschiedene Parteiprogramme und daraus ergeben sich auch verschiedene Punkte, wo wir weit auseinander liegen. Ja, nehmen wir die Verkehrspolitik zum Beispiel. Wollen wir die ideologisiert und wollen wir das... Sprich Ende des Verbrennungsmotors, Punkt, aus, Ende. Ja, und alle Leute sollen mit dem Fahrrad fahren und wir lassen keinen Individualverkehr mehr zu, diese Sachen. Ja, wollen wir das so oder wollen wir es eben auf eine vernünftige Art und Weise schaffen, dass unsere Städte weniger lärmbelastet, weniger luftverschmutzt sind und unsere ländlichen Räume weiterhin angebunden werden können. Aber wir haben auch viele Gemeinsamkeiten und deswegen würde ich das auch so bei den nicht Differenzen. Sagen. Die Differenzen haben ja dazu geführt, dass es auch so ein bisschen länger gedauert hat mit der Sondierung. Die sollen jetzt diese Woche Donnerstag zu Ende sein. Aber ich würde eben nicht sagen, dass es daran liegt, dass jetzt die FDP und die Grünen die größten Auseinandersetzungen haben. Habe ich auch nicht gesagt. Ich würde auch sagen, die Union muss sich auch an einigen Stellen bewegen und an anderen Stellen muss sie eben auch sagen, wie sie ihre Ziele denn durchsetzen möchte. Ja, aber Sie sind von der FDP hier, deswegen reden wir von den Grünen und der FDP. Ja, was man sagt, die Leute sind ein bisschen beunruhigt, die haben die Nase voll, die Umfragen zeigen das. Die Jamaika-Koalition verliert an Zustimmung in der Bevölkerung. Liegt auch daran, dass man sagt, warum kommen die denn nicht zustande? Die kennen sich doch alle. Die Parteiprogramme sind auch alle lange bekannt. Warum ist das so mühsam? Ja, also sehen Sie, wir haben unsere Trendwenden, die wir für Deutschland wollen und die wir auch richtig halten. Ich persönlich zum Beispiel sage ganz klar, wenn wir mit der Digitalisierung nicht vorankommen, dann werden wir hier ein ganz anderes Deutschland in den nächsten Jahren erleben, als wenn wir damit vorankommen und tatsächlich es schaffen, dass die Digitalisierung überall ankommt. Ja, so, und das sind unsere Trendwenden, auch in der Beziehung Staat-Bürger. So, das sind Trendwenden, dafür standen wir vor der Wahl und dafür stehen wir genauso jetzt auch. Und das wollen wir natürlich dann auch umsetzen, wenn wir regieren. Wenn die FDP sich mit ihrer Politik nicht wiederfinden kann in einem Koalitionsvertrag, dann macht es auch keinen Sinn, dass die FDP in eine solche Koalition geht. Weil dann ist 4 Jahre Streit vorprogrammiert. Ja? Und das ist auch nichts, was den Bürgern hilft und was den Bürgern näher zu der Politik bringt. Jetzt höre ich da was raus, was vielleicht nicht stimmt, aber vielleicht so andere auch. Wenn wir uns nicht durchsetzen, dann gehen wir nicht in diese Koalition. Habe ich das richtig verstanden? Es geht nicht darum, dass wir uns in allen Punkten durchsetzen. Sehen Sie, wir würden so ungefähr 25%, also ein Viertel der Abgeordneten für eine solche Koalition mitbringen. Ja? Da ist es ganz klar, dass man nicht in allen Punkten sich vollständig durchsetzen kann. Also das ist auch nicht richtig, weil man muss auch kompromissbereit sein. Es gibt aber Sachen, die sind so essentiell
für das weitere Fortkommen des Landes, dass wir sagen, daran glauben wir so stark, dass wir das, dass dieses Land das unbedingt braucht, dass wir davon auch nicht abrücken können. Und insgesamt muss es eine gute Mischung sein. Das greifen wir mal raus. Es ist so essentiell, das heißt, es ist eine Bedingung, sine qua non. Ohne die geht es nicht. Zum Beispiel der Verkehr, die Verkehrspolitik, da sagen die Grünen genau dasselbe. Das ist für uns essentiell, das, der Verbrennungsmotor, der Diesel muss weg. Das haben die schon abgeräumt. Das haben die letzte Woche abgeräumt. Ja. Insofern sieht man, wie man Kompromisse schließen kann. Man kann Kompromisse finden, die dann insgesamt ein gutes Ergebnis sind. Man kann aber keine Kompromisse finden, die am Ende nur den geringsten gemeinsamen Nenner hervorbringen. Das ist Stillstand. Das hatten wir die letzten 4 Jahre. Das brauchen wir nicht weiterhin. Deswegen ist es jetzt, und da mag ich mich noch mal wiederholen, vor allem die Union, die sich auf der einen Seite bei vielen Themen bewegen muss, das zum einen die Überprüfung des Verfassungsschutzes. Union sind zwei Parteien. Ja. Welche meinen Sie, die CDU oder CSU, die CSU? Die meine ich beide zusammen. Zum Beispiel sagen die Grünen und wir sagen unisono, wir brauchen eine stärkere Überprüfung des Verfassungsschutzes, ja, durch das Parlament, damit Sachen nicht mehr passieren, wie zum Beispiel NSU als Beispiel zu geben, ja, und auch andere Sachen. Wir brauchen die Überprüfung. So, da blockiert die Union. Das ist auch bei vielen anderen Punkten so. Und was die Union auch eben machen muss, ist nicht nur Ziele definieren, also nicht zu sagen, wir wollen den Klimaschutzplan 2030 haben, ja, sondern auch zu sagen, wie wollt ihr denn diese Ziele tatsächlich umsetzen, ohne Deutschland lahmzulegen, ja, ohne dass wir alle energieintensiven Unternehmen aus Deutschland im Prinzip rausdrängen müssen oder abschalten müssen. Das heißt, das ist schon eine große Frage. Ich wiederhole mich jetzt in diesem Satz, wenn ich das wieder genau höre, dann heißt das, nichts ist bisher sicher. So ist es. Nichts ist bisher sicher. Wir haben gute Gespräche. Insgesamt auch auf meiner Ebene mit allen Parteien. Wissen Sie, ich habe ganz netten Kollegen auch in Pankow, der auch Abgeordneter ist, den ich im Wahlkampf sehr gut kennengelernt habe. Auch wir treffen uns, sprechen, obwohl wir unterschiedliche politische Auffassungen haben, ist es dann wichtig, das Gespräch zu suchen und auch Kompromisse zu finden. Und am Ende wird Politik von Menschen gemacht. Und deswegen ist es besonders wichtig, da auch die Gespräche immer zu suchen, auf jeder Ebene. Jetzt wagen Sie doch mal eine Prognose. Ich will die gar nicht wagen. Ich bin ja nur Beobachter als Journalist. Ja. Sie sind beteiligt. Am Donnerstag soll alles zu Ende sein. Gibt es von allen Parteien eine Empfehlung, die Verhandlungen aufzunehmen? Oder könnte es durchaus sein, dass eine sagt, also die CSU oder die Grünen oder Sie auch, Sie haben es ja eben schon angedeutet, wenn wir uns in bestimmten Punkten nicht durchsetzen, dann muss das nicht kommen, dass die sagen, nee, es hat keinen Sinn. Oder der Parteitag der Grünen sagt, nee, das ist uns zu viel. Wir wollen, dass der Diesel stillgelegt wird, der Parteitag. Und dann ist es doch zu Ende. Also sicher ist, dass nicht sicher ist. So ist es immer. Und als erstes wird der Plan beerdigt, ja, bei einer guten Planung. Vielen Dank, dass Sie da waren. Aber was ich doch dazu sagen kann, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es nicht ausreicht, dass man nicht es schafft, am Donnerstag wirklich alle Knackpunkte zu besprechen. Und wir erleben jetzt ja auch gerade etwas, was wir in den letzten Legislaturperioden nicht erlebt haben. Wir erleben ja jetzt, dass sehr kleinteilig auch sondiert wird. Ja, das ist ja auch... Alles will geregelt sein. Ja, auch aus unserer Erfahrung kommt das heraus. Wissen Sie, wir haben 2009 bis 2013 auch so unsere Erfahrung gemacht mit der Union. Um Fehler vorzubeugen, sagen wir jetzt, nee, wir sondieren eben tiefer und konkreter. Und deswegen dauern diese Sondierungen auch so lange, weil wir auch glauben, dass wir dann auch nach den Sondierungen einen Auftrag hätten. Und was ich mir eben vorstellen kann, ist, auch wir haben ja am 25. November eine große Konferenz. Die Grünen, die haben Parteitag am 24. Genau, am 24. Das ist der Freitag, am 25. Ist der Samstag, ne? Mhm. Ja, wir haben am Samstag eine große Konferenz. Und dass da schon auch nochmal Fragen aufkommen, die man dann nochmal nachbesprechen muss danach zwischen den Parteien. Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Ja, aber dann soll ja verhandelt werden. Verhandeln heißt, jetzt muss ja mal endlich was, Sie müssen doch mal zu Potte kommen. Ja, ich verstehe die Ungeduld. Aber schauen Sie, das sind wirklich 4 Parteien. Und wenn wir zum Beispiel über die CSU sprechen, dann sprechen wir über eine Partei, die noch nicht mal weiß, ob überhaupt derjenige, der jetzt verhandelt, nachher umsetzt. Und ob Seehofer noch im Amte ist. Ich wage eine Prognose, eher nicht. So, das heißt,
Wir reden über vier Parteien, zumindest bei einer Partei ist noch nicht mal die Führung klar. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man, um nicht eben 4 Jahre in diesem Dauerclinch zu liegen, sehr, sehr ordentlich auch sich vorbereitet darauf. Und auch schaut, wer welche Projekte wie umsetzen kann und wie man fair miteinander umgehen kann. Und dazu muss man auch sagen, das ist natürlich auch eine Vertrauenssache. Ich meine, wir haben immer noch natürlich auch im Hinterkopf, wie das 2009 bis 2013 gelaufen ist. Und da braucht das auch erstmal eine Zeit lang, bis man sich auch wieder vertraut. War die FDP auch nicht selber ganz unschuldig dran? Aber wir wollen hier keine Geschichtsaufarbeitung machen. Bleiben in der Zukunft und wir machen jetzt eine kleine Werbepause. Und dann würde ich von Ihnen gerne mal hören, wie denn so untereinander die Stimmung ist, wenn sie miteinander reden und dass es vielleicht manchmal doch einer sagt, lass den ganzen Mist doch sein. Ja, mit den Grünen geht es nicht und mit der CSU auch nicht. Also mal eine Stimmungslage, Sie sind ja neu im Parlament und ein bisschen Lappenfieber ist ja weg. Ja, und jetzt kommt die Routine. Also nach der kleinen Werbepause sind wir wieder da. Bis gleich.